ist es soweit. Bald werde ich mir einen Hühnerstall kaufen können. Und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. So, wir tun das jetzt hier mal rein. Da ein bisschen Kupfer. Davon noch ein bisschen was. Ich mache das alles so, wie es mir macht Spaß. So, wo Kyoto ist, weiß auch wieder mal keiner. Der streunert mal wieder rum. Der Lümmel. Wie sieht's hier aus? Na, na, na. Okay, eine Sache kann ich ernten. Wunderbar. Das war's auch schon. Na gut. Okay, I'm okay with that. No, I'm not okay with that. Aber was will man tun, wenn man halt nicht genug hat von allem? Ja. Kein Wasser. Ich frage mich gerade ernsthaft, ob ich aus dem Holz auch Sachen bauen kann und die dann verkaufen kann. Das wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller. So, mal gucken. Ich brauche dringend auch ein paar Potatoes. Ich dachte eigentlich, dass bald welche bei mir fertig werden würden. Aber irgendwie ist dem nicht so. Schade. Weil der Magier wollte ja Potatoes. Ja. Bring Resort a Potato. Ist aber nichts. Die wollen der Mine. Das kann auch ganz lange warten. Und das brauche ich auch noch. Und wir brauchen immer noch den Gabriel Knight-Typen. Dessen Name ich nicht weiß. Das ist teilweise echt schwer. Ja, ich weiß, ich könnte im Internet nachgucken, wann da wo ist, aber das wäre langweilig. Damals gab es sowas auch nicht. Ich glaube, die Kinder von heute, die wissen das gar nicht mehr. Damals, dann hatte man das alles selbst ausprobiert und hat das mit Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht und alles und hat nicht einfach im Internet nach Lösungen geschaut. Es war langweilig. Es ist langweilig, das so zu machen und ich habe wieder kein Wasser, was mich gerade nervt. Ich brauche dringend mal Geld. So, aber ich bin ja schon dabei. Ich versuche ja hier so ein bisschen Money zu machen. Ups. You made the Money Maker. Ja, läuft schon wieder super bei mir. Kyoto hat gerade den Spaß seines Lebens, wie es aussieht. Der rennt da unten rum. Na, soll er machen. Ich arbeite ja hier nur. Ich bin die treibende Kraft hier auf dieser Farm. Alle anderen tun sich ja hier nur vergnügen den ganzen Tag. So ist das Tough Life. So, okay. Holt sie mal durch. Okay, die Pflicht für heute, die feste Pflicht jedenfalls, für heute ist getan. Ja, Kyoto, du bist die coolste auch. Wir haben es verstanden. So, verkauf mal den. Bringt uns hoffentlich ein bisschen Money, Money, Money. Lass mich mal durch hier. So. Wird Kyoto noch ein bisschen gegossen oder so? Na, gut, dann würde ich sagen, wir konnten. Alter, ich werfe meine Energie schon wieder weg. Konzentrieren wir uns heute mal wieder ein bisschen auf, ja, darauf, da drauf und da drauf, auf unsere Farm. Kurzum, wir können ja nicht immer Action machen. Jetzt haben wir vor allen Dingen auch meinen geilen Knüppel verloren, was irgendwie zweideutig klingt, aber halt eben den Kampfknüppel haben wir nicht mehr, was mich sehr, sehr traurig stimmt. Ich kann mal ganz kurz gucken. Collections, oh, hier kann ich gucken, was ich alles habe. Ach ja, stimmt, Muscheln sammeln wollte ich auch noch. Wo war denn das? Das hier? Nein, hier. Guck mal, hier, Farming Level 3. Wallet. Wie Wallet? Combat, plus 15 Health. Fishing. Fishing habe ich noch gar nichts. Effektivere Axt, effektivere Pickaxt. Kann wieder eine Gießkanne effektiver sein? Sie gießt oder gießt nicht? Dead Logic. Na gut. Was bist denn du? Kann ich mit dir was machen? Nein, meine Axt ist nicht strong enough. So unstrong. My Axt. My Trow. Gucken wir mal einfach. Kann ich irgendwas aus Holz bauen? Woran ich das testen kann? Hier, mach mal hier so. Sehr gut. Ich glaube, alles Mögliche bringt mehr als normales Wood. Bäm, bäm. Weiter sammeln. Halt ein bisschen aufräumen, ne? Ist nicht sehr spannend, aber muss halt auch gemacht werden. Und so Stück für Stück sich hier mal um alles kümmern. Kann, denke ich mal, nicht schaden. Bäm, bäm. Ah, allerdings geht die Energie dabei unheimlich schnell runter, wie ich gerade sehen muss. Wow, wir können eigentlich gleich schon wieder schlafen gehen. Das ist der Wahnsinn. Wow. Toll, jetzt komme ich an die Hälfte nicht ran, oder was? Danke, Spiel. Das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das Spiel so arschig sein kann.
So. Ups. Kann ja erstmal alles hier von Unkraut befreien. Ist ja vielleicht auch mal ein guter Anfang. Dass ich vielleicht stückchenweise hier alles mache. Und Unkraut geht fürs Erste am schnellsten. Das ist ganz schön. Wie viel kostet denn das? 30? 30. Das kostet, glaube ich, nicht mal Energie, ne? Oder? Und man kriegt Mixed Seeds. Immerhin. So. Oh, armer kleiner Frosch. Aber zäher Frosch. So ist das. Hier ist jetzt ein froschfreies Gebiet. Jedenfalls vorerst. Du kannst dich gerne unten am Teich niederlassen. Aber hier bitte ich dich erstmal nicht zu bleiben. Yeah! Wow. Muss ich mal ganz kurz kratzen. Okay. Alles weg hier. Alles wegrasiert, wegrationalisiert. Okay. Wow. Und weiter geht's. Weiß gar nicht, was das eigentlich Unterschied zwischen dem hier ist und dem anderen. Es gibt da einmal Unkraut und auch das Zeug hier. Diese Wiesen quasi. Wobei ich sagen muss, dass mich die Wiesen jetzt eigentlich weniger stören. Die sind ja jetzt hier nicht so nervig. Lasse ich die vielleicht doch erstmal. So, also die Wiese hier kann ich ja lassen zum Beispiel. Jetzt komme ich hier nicht durch wegen dem ganzen Schruz hier. So. Noch irgendwelche Leute ohne Freifahrtsschein. So. So. Gehen wir mal hier weiter. Weg, weg, weg. Weg mit all der Scheiße hier. Perfekt. Hier seht ihr es, wo es überall hier wuchert. So. Warum nervt, dass man da teilweise nicht rüber gehen kann? Das wäre so viel einfacher. Hey, komm. Oh, man kommt hier gar nicht durch. Normal. Muss man sich hier mal ein bisschen durchkämpfen. So, hier oben. Noch ein Eingang zu irgendwas, ne? Ja, toll. Ich kann es aber untersuchen. Grandpas Schrein. Wow, dann möchte man da schon fast schreien. Ist ja zum Schreien komisch. Ha, witzig, was ein Schrein ist. Witzig. Nee, es ist vielleicht auch nicht das Spannendste, aber vielleicht erstmal das ganze Unkraut weg, dass ich so ein bisschen strukturiert an die ganze Sache hier rangehe, ne? Kann ich das irgendwie auch umsortieren? Warte mal, dass das hier so ist. Ja, viel besser. Gut. Oh. Das struggles ganz schön. Ja, besser bleibt erstmal beim Unkraut wegmachen. So. Ach, hier oben ist noch viel. Oh Gott. So. Ah. Oh, 14. Muss man aufpassen. So. Nur Unkraut. Dann mache ich das nächste jetzt irgendwie dann alle Steine weg oder so. Halt so ein bisschen mit Struktur, ihr wisst schon. Dass alles so ein bisschen Sinn ist. Sinn ist, genau, das ist Sinn, ja. Bist du auch so sinnig? Nein, das ist alles so ein bisschen strukturiert und sinnvoll ist. So, das Beste ist, dass das Sticheln ja wirklich keine Energie kostet. Das kann ich bis spät abends machen. Na komm hier. Huch. Das können wir auch gleich wegmachen, meine Güte. So. Gott. Wenn man trotzdem einfach mal nicht überall rankommt. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab. Mal wieder. So. Ist immer noch trotzdem Unkraut dahinter. Was sich unterm Gras versteckt hier alles. Boah. Na, Struktur muss sein. Das könnt ihr mir ja voll krass dabei zugucken. Ist vielleicht langweilig für euch, aber wie gesagt, es gehört halt dazu. Es tut mir leid. My friends. Oh, hier unten. Oh, ich die Tastenhammer gerade. Das ist unglaublich. Komm, mach mal Platz hier. So. Mach mal Platz hier. Platz, 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 Platz. So, hier oben die Wiese, die lasse ich mal weitestgehend. Aber hier der ganze. Ich glaube auch, dass das Unkraut nachwächst. Ne? Da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es dann irgendwann für umsonst sein wird, wenn ich lange nichts mache. Aber was will man machen, ne? Hey, ich will die Fibers. So. Gott, das dauert ja ewig.
Gott, da bist ein großes Gelände hier. Wow. Um das alles will ich mich kümmern? Das ist ein bisschen übertrieben. Warum hat mein Großvater das alles vor allen Dingen auch so verkommen lassen? Hätte er vorher abgeben können. Meinen Eltern oder meiner Tante oder was weiß ich, irgendjemanden. Nein, jetzt bekomme ich die ganze Scheiße hier ab. Okay. Gut, wir haben kaum noch Energie. Wie viel haben wir? 10. Läuft bei uns. War wieder total super. So. Oh Gott. Hier vorbei, ne? Du machst ab 10, dann müsstest du 9 haben, ne? Ne, 8. Wow, es kostet 2 Energie. Wollt ihr mich verkackeiern? So. Kann ich hier unten lang? Na, immerhin. Oh, Scheiße, ey. Es wird Jahre dauern, bis ich fertig bin. Ach nee, hier bin ich schon durch. Okay, dann würde ich sagen, morgen kümmern wir uns dann um die Steine. Das wird länger dauern, weil wir dann eher bestimmt keine Energie mehr haben. Schade. Na gut, wir gehen trotzdem weiter schlafen. Kümmern uns aber nochmal ganz kurz um den Spaß hier. Das. Von mir aus die Saat. Ich weiß gar nicht, wo ich die hin tun soll. Ein Stück Kohle. Das. Okay. Sehr gut. Und. So. Auf ins Bett wieder. Yes. Gucken, wie viel Geld wir kriegen. Ja, ein bisschen was. Ne, besser als nichts. Ich mache morgen sogar Kartoffeln fertig. Das wäre geil, aber naja. Ich will mir nicht zu viel Hoffnung machen. Immerhin ist das Kupfer wieder fertig. Ups. Eins, zwei, drei, vier, fünf, eins. Okay. Guten Morgen. Kann ich hier irgendwas ernten? Das. Perfekt. Auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld. Oh. Oh, die Bohnen. Oh, sie wachsen sogar nach. Und Kartoffeln. Och, ist das nice. Ich weine gleich. Ist das schön. Immerhin. Ein bisschen was. Gilt die Quest noch? Nein, natürlich gilt die Quest mit den Kartoffeln nicht mehr. Scheiße. Naja, was will man machen? Aber immerhin, wir haben die Bohnen. Das heißt, wir können zu den Apfelmenschen gehen und die nächste Belohnung abholen. Was ich relativ nice finde, übrigens, so ganz nebenbei gesagt. Mal gucken, hoffentlich kriegt man nicht wieder Saatgut, weil der Monat ist nur noch 8 Tage alt. Der wird nur noch 8 Tage lang bestehen. Und das Saatgut, welches wir kriegen, braucht vielleicht länger als 8 Tage. Und dann müssen wir bis nächstes Jahr warten. Und nächstes Jahr brauchen wir das Saatgut vermutlich nicht mehr so dringend, weil wir dann genug Geld haben werden. Ich hoffe, ihr versteht den Punkt. Na gut. Trotzdem, erstmal hier kümmern. Ah, ich bin zu dumm zum Gießen. Es ist unglaublich. So. Ich kann auch mein Schwert verbessern lassen. Zu einem Bronzeschwert oder so. Das ist sogar Lohn. Ich bin da gerne in der Mine. Aber wie gesagt, erstmal die 4000 für eine Farm. Für eine Scheune. Für eine... Einen Hühnerstall, genau, das war das Wort, wonach ich gesucht habe. Ah, ich muss, glaube ich, nochmal auffüllen, ne? Zu meinem Glück. Vielleicht hätte ich auch einfach mal, ich guck mal kurz. Einen Brunnen bauen, wo ist denn der? Ach, den muss ich bauen lassen, den kann ich gar nicht selbst bauen. Nee, komm, vergiss es. Jetzt kostet dann wieder Geld. Und wenn wir eine Sache gerade nicht haben, dann ist es definitiv Geld. Ja, ganz genau. Wow, wir haben schon fast wieder die Hälfte unseres Lebens so mit Gießen verbracht, also unserer Energieanzeige. Das ist traurig. Stimmt's, Kyoto? Ja, denke ich mir auch immer. Genau, renn gegen das Haus. Du bist genauso intelligent wie der echte Kyoto. Es kommt relativ nah dran. Okay, gut, dann würde ich sagen, ja. Die Bohnen einsetzen. Und mal gucken, ob wir nochmal einen neuen Auftrag irgendwo herkriegen. Ich meine, wir haben jetzt Potatoes, wir haben Bohnen, wir haben diese Kale-Dinger. Wäre schon cool, wenn wir da irgendwas machen könnten. Toll, Kochrezepte sind hier gar nicht dabei, ne? Da brauche ich eine Küche dafür, die ich nicht habe. Ah, das ist alles so traurig hier. Schweine gleich.
Okay. Hier irgendwo war das, ne? Nee, bin schon zu weit. Nee, warte. Ja, ne? Ja. Kleine Apfeltierchen sind so cool. War das hier? Apfelmännchen? Nein, das war nicht hier, das war oben. Hier war das. Genau. Bundle complete. Sehr schön. Reroad. Was kriegen wir? Speed Crow. Stimulate Sleeve Production Guarantee to increase Crow Rate by least. Okay, ist das sowas wie. Ja, das ist, glaube ich. Oh. Ah. Okay, gucken wir gleich mal hin. Ich habe quasi Dünger bekommen, schätze ich. Okay. Das können wir dann mal im Sommer testen. Ja, kleiner Schwabbel. Ist gut, kleiner Schwabbel. Schauen wir mal, was hier noch ist. Aha, Blacksmith. Huch. Blacksmith Bundle. Ah, Copper Bar. Okay, das ist interessant. Frozen Fire Crotz. Crotz kriege ich den Earth-Kristall auch. Frozen Tier und Fire Crotz wird noch ein bisschen schwieriger. Slime kriege ich hin. Batwings noch nicht. Solar Sense. Nee, das kriege ich auch noch nicht hin. Ja, aber ein bisschen was kann ich machen. Okay. Hier kommt bestimmt auch noch was dann. Cool. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dann gehen wir runter noch zu Pierre und schauen, ob da irgendwelche Leute wieder irgendwelche Anfragen haben. Irgendwas halt. Habe ich schon mal irgendwas gesagt? Ach ja, irgendwas. Was gibt's? Ist das possible? Need a death drop in my score to. Okay. Murny. Wer ist Murny? Und der Fodil war doch hier dieses eine Grünzeug, ne? Habe ich noch der Fodil? Ich habe das angenommen. Nee, natürlich habe ich es nicht angenommen, weil ich ein dummes Toast. Ups. Da. Ja. Und wir kriegen 90 G. Meine Güte. Ist immerhin etwas, oder? Oder? Ja. Gut, da gucke ich mal, ob ich den Vordel zusammenkriege. Oh, wir kriegen bestimmt nice Kohle. Oh, es wäre so schön, wenn wir bald den Stall kaufen könnten. Oder bauen lassen könnten. Das klingt besser so. Mal gucken. Dann könnte ich mal einen kleinen Zaun drumherum machen und ach, war das lustig. Nein. Wir verkaufen das alles mal. Na, okay. Komm her, Iron Bar. Copper Bar, meine ich. Iron Bar bist du nicht. So, was brauchte sie? Dieses Defottel, ne? Das ist doch hier das hier, oder? Ne, das ist denn Don. Hä, was ist denn. Ach ja, Defottel. Ich nenne es erst Spaß, Defottel. So, welche Marnie war das? Das war doch hier die gemütliche, mit der ich immer mal gequatscht hatte, ne? Marnie, oder? War das die? Das war die doch. Oder ja, genau die. Na, gucken, wo sie ist gerade. Ich meine, 90G sind 90G, ne? Da kann man nichts dagegen sagen. Dagegen sagen. Haha, verstanden, witzig. Nein, okay. Wo ist sie denn? Ist sie da? Ich sehe da jemanden rumlümmeln. Das könnte sie sein. Nein, das ist der. Boah. Ich habe den Namen vergessen. Harvey, genau. Ah, Harvey ist sogar Doktor. Und den kann man heiraten, oder was? Oder? Ich glaube, Harvey konnte man heiraten. Aber sieht ziemlich alt aus, für jemanden, den man heiraten kann. Harvey, wo warst du? Ja, hier ist Dingel. Den kann man heiraten. Ist ja witzig. Hi, Levis. Wo sein mag? Ist sie bei Pierre vielleicht? Da habe ich sie schon ein paar Mal gesehen. Oh, hi. So weit ihr bekommen, Farmer. I want to make tons of money. Okay, warum bist du Farmer geworden? Ich möchte Tonnen von Geld haben. Real than living in the city. Wir sagen. Okay, wir haben gesagt, wir wollen Farmer werden, weil das mehr Leben ist als in der Stadt. Also wir können hier mehr leben. Das Leben hier ist besser.
Mir scheint sie jedenfalls nicht zu sein. Haben wir mit einmal ein bisschen gequatscht hier? Haben wir mit irgendjemandem Freundschaft noch geschlossen? Natürlich nicht! Gut. Also nicht gut. Hm. Ah, hallo Oma. Nee, wo ist denn die? Hm, wo ist denn das olle Mädel? Die olle, olle Zippe. Ist die hier? Nee, hier ist nur eine... Die Emily. Ein Haus weiter ist die, oder? Boah, ich hab keine Ahnung. Warum verstecken die sich alle? Können ich irgendwie sagen, ja, hier, ich bin da. Irgendwie so? Ich weiß nicht. Ich könnte vielleicht auch einfach mal auf der... Oh. Hi, Vincent. Vincent. Vincent, du bist ein kleines Arschloch, danke. So, ich guck einfach mal. Wie hieß sie denn nochmal? Die gute Marnie. Gucken wir mal. Nein. Nein. Just Blacksmith. Max. Saloon. Wo wohnt denn die Olle? Marnie, wo wohnst du? Peachy Pie Farm. Marnie's Ranch. Ach, das ist, der hat einen Ranch. Und wohnt hier nebenan. Das wusste ich gar nicht. Hätte ich mich ja dumm und dämlich suchen können. So, Marnie. Ich habe hier deine Daffodel Wobble. Marnie? Hm. Marnie. Ach, da ist sie. Hey, Marnie. Oh, hey! That's the Daffodel, whatever I requested. Das ist wirklich toll. Hier hast du Geld. Geld! Geld ist immer gut. So, was ich aber noch gucken wollte. Sekunde. Maximum und jetzt mehr vielleicht? Stimmt nicht, ne? Nope. Na gut, damit kann ich leben. Was ist eigentlich das jetzt hier mit den Geschenken? Was hat das zu bedeuten? Hm. Weiß wohl niemand so genau. Oh, was ist eigentlich das hier unten für ein Gebäude? Kann ich da rein? Okay. Oh. Oh, coole Sachen. Na gut. Dann würde ich sagen, wir kümmern uns jetzt wieder mal ein bisschen um die Steine, ne? Steine haben kurze Beine. Nein, haben sie nicht. Doch, haben sie. Sie haben gar keine Beine. So. Gott. Hey. So. Mir tut langsam auch mein Hals ganz schön weh. Vielleicht brauche ich schon mal eine Pause. Ich muss mal gucken. Spiel? Oh Gott, schaut euch in das Spiel. Kackt ab. Das wäre eine kleine Huch. Eine kleine Tragödie. So. Vielleicht wäre es auch cooler, wenn ich vielleicht oben anfangen würde mit den Steinen wegschlagen. Aber meine Güte, machen wir es einfach mal jetzt. Ich mache erstmal die ganzen kleinen Steine weg. Die großen müssen dabei auch schon gehen. Ne, die großen gehen gar nicht. Oh Gott. Ich kann wirklich nur die kleinen wegschlagen. Ach, ist das niedlich. Und ein wenig traurig zugleich. Das kostet aber auch zwei, ne? Ne, es kostet jetzt nur eins. Hä? Doch, für den ist es doch strong enough. Enough. So. So. Ich bin so fleißig. Wegsammeln. Und ich kratze mich mal ganz kurz am Auge. Mm, oh. Oh Gott, das wird ewig dauern. Aber immerhin kann man die Großen nicht wegmachen. Das ist zwar nicht gut an sich, aber das nimmt mir trotzdem für den Moment erstmal Arbeit ab, die ich nicht erledigen muss, weil ich sie nicht erledigen kann. Ich glaube, ihr versteht das, oder? Hoffentlich versteht ihr das. Man freut sich ja manchmal, auch wenn man kennt das, auch wenn ihr irgendjemanden fragt, ob ihr irgendwie beim Abwasch helfen könnt. Und die Person sagt dann nein und dann seid ihr erleichtert. Versteht ihr das? Dinge, die ihr machen würdet, wenn ihr sie machen könntet oder müsstet, aber auch nicht trotzdem unbedingt machen wollt. Und das ist so eine Sache. So. Ja, muss aber halt trotzdem getan werden. Und damit hier in der Farm so halbwegs Ordnung ein Dingset. Ja, wieder mal total gut eindingstet. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Hier muss Ordnung reinkommen. Hey. Blub, blub, blub.
Blub. Mein Gott, meine Energie. Aber es muss sein. Ja, wir haben, glaube ich, schon fast hier die ganze Seite von Steinen befreit. Das ist gar nicht mal so schlecht. So. Ja, aber schafft wieder nicht in Ohnmacht fahren. Das war, glaube ich, nicht so gut. Ja, wir wissen ja, was passiert. Oh, die Pickaxe ist nicht strong enough. Ja, danke für den Hinweis. So, ja, hier haben wir soweit alles. Gehen wir noch hier alles ab. Perfekt. Jetzt muss nur noch die zweite Hälfte gemacht werden. Yippie. Ist hier noch was? No. Ja. Ja, jetzt wird es langsam schwierig. Wegen der Energie. Noch ein bisschen kann ich machen. Ja, aber verbrauche ich jetzt mehr? 12? Ja, stimmt. Das verbrauche ich, glaube ich, mehr, ne? Wenn man müde ist, braucht man mehr Energie. Interessant. Ja, wie im echten Leben. Okay. Machen wir jetzt noch das und das. Dann ist auch der Tag schon rum. Haben wir ein paar Steine jetzt hier. Ja, das Aufräumen läuft, denke ich mal, ganz gut, oder? Können wir jetzt ins Bett gehen, haben lang genug geschuftet heute. Und dann würde ich auch sagen, ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die jetzt Pilz, der du really, dann haben wir hoffentlich das Gröbste hier überstanden. Und das lasse ich erstmal. Das, 2, 3, 4, 5, ja, okay. Bye.